Hallöchen, Leute, und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft. Ich bin's, der Dennis. Ich bin der Max. Und hier sind wir mal wieder. Ja. Wie man sieht, sieht es ein bisschen anders aus, aber eigentlich nur wenig. Ho, 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 ho. Denn wir spielen jetzt mit dem Paper Cutout Texture Pack, natürlich in der Beschreibung. Spaß. Hm. Wir machen natürlich wieder Ape Crime nach. Beim Genius. Ach, diese Crime Cap. Ach, diese Crime mit der. Und ja. Oh, ja, Was denn? Boah, schwimm okay, schneller. Okay, das war's mit der Brücke. Was machst du eigentlich gerade? Ich hab's schon wieder vergessen. Ich hab mir die letzte Folge nicht mehr angeguckt, deswegen. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass die Brücke jetzt abgerissen ist. Den Rest werde ich mit TNT in die Luft sprengen. Ich habe mir dieses Texture Pack noch nicht genau angeguckt, deswegen erkundige ich es jetzt praktisch auch. Und wie sieht es mit dir aus? Wir haben übrigens natürlich ein Thema und es regnet. Boah, du! Ich bin schon gewundert, warum du nicht so lustig bist wie sonst. So, Kakaobohnen abfahren und dann kann man natürlich ein Thema ansprechen. Du weißt natürlich, welches bestimmen. Wenn du es mir sagst, ja. Ich war auch eben schon so ein Bug, adjoined und fällt runter und ist dann plötzlich wieder oben. Boah, ich dachte, ich muss gerade sterben. Ich hab mir gerade. Stichwort German Wings. Ah, ich wusste es. Stichwort deutsche Flügel. Hahaha, ha, ha, ha. Nicht witzig. Also, wir können dazu eigentlich auch gar nichts mehr sagen. Der Co-Pilot war psychisch gestört und. Er hatte offensichtlich Depressionen und deswegen. Aber ich dass man sowas machen muss. Ja, gib du erstmal einfach deine komplette Meinung ab. Und dass man noch 149 Menschen auf dem Gewissen dabei noch hat und dann, ganz ehrlich, vor allem. Ja, es steht ja noch nicht ganz fest. Und dazu sage ich gleich was, red weiter. Und ich finde es zwar dumm, in den Nachrichten kommen auch immer diese Worte. Ja, die Leute suchen jetzt nach Überlebenden. Leute. Die suchen nicht nach Überlebenden, die bringen die, die Todesopfer. Trotzdem. Dass du was Falsches verstanden hast. Nein. Haben die wirklich gesagt, die Überlebenden? Ja. Okay, dann sind die dumm. Weil es steht eigentlich schon fest, dass keiner überlebt hat. Ach nee. Das wusstest du sogar nicht, bevor das Flugzeug da reingestürzt ist. Ja, aber sicher doch. Ja, ich bin ja nicht mehr. Also damit macht man eigentlich wirklich keine Witze. Aber was ich jetzt mal sagen muss, was ich jetzt mal Negatives sagen muss, nämlich die Medien. Ja. Die übertreiben da teilweise so, zum Beispiel haben sie da TV Total an dem Tag haben sie einfach ausfallen lassen. Oder, oh, was ich am meisten hasste, meine Eltern, die gucken mir so einen, ja, so einen Lieblingsfilm. Ja. Mein Handy vibriert. Jetzt beginnt das schon wieder, ne? Das haben wir schon lange nicht mehr. Die Weizenkörner sehen hier lustig aus. Also meine Eltern gucken immer so einen Film im Ersten. Und da im Ersten können die so richtig ausrasten damit. Also die überziehen wirklich so eine ganze Serie damit. Mehrere Stunden nur über ein Thema. Ja, das finde ich auch ein bisschen übertrieben, dass dieses Thema so lange darüber geredet wird. Weil, nur mal so als Rückblick, so als Erinnerung, es gab ja schon mal die Boeing 777. Ja. Das war ja, das Flugzeug ist ja verschwunden, ist ja bis heute nicht aufgetaucht, über ein Jahr lang nicht. Und darüber wurde dann gar nicht so viel geredet. Und teilweise oder, ist es so, es wird teilweise nur so viel darüber geredet, weil das nämlich Deutsche an Bord waren. Ja, oder kennst du diesen Attentat? Also nicht nur Attentat, sondern es gibt auch überall Menschen, also überall Orte, wo über zig Menschen sterben. Aber darüber reden die nicht so viel, weil da einfach kein Deutscher dabei war. Ja, ne, einfach so, kaum sind da mal, ist mal Deutschland oder Frankreich oder so davon betroffen. Und dann, gut, bei diesem Anschlag auf diese Zeitschrift war das jetzt vielleicht ein bisschen was anderes. Ja. Aber jetzt in dem Fall, weil über die Boeing 777 wurde nicht mal halb so viel geredet. Aber war das teilweise genauso schlimm. Und was ich noch dazu sagen will, die Medien übertreiben da teilweise. Also ganz, ganz viele Sondersendungen. Und dann diese angeblichen Experten, ihre Meinung dazu abgeben. Gut, also Lufthansa ist natürlich ein Experte, ist ja klar. Die sind jetzt mal ausgenommen. Lufthansa aber ist ja die Mütter von... die Mütter. Die Mütter. Genau. Die Mutter aller Flugzeugdingster. Nein. Sagt man sich ja. German Wings ist die Tochtergesellschaft. Und Lufthansa? Lufthansa? Also German Wings gehört zu Lufthansa.
Ja, ja. Und deswegen, die haben da schon Ahnung, aber ich finde, wir haben jetzt auch wirklich verstanden. Am Anfang hat einen das natürlich ziemlich geschockt, auch mich, aber jetzt denke ich mir nur noch, ja, und außerdem, die Schlussfolgern viel zu viel. Die haben ziehen teilweise viel zu schnell Schlüsse, Alter. Mhm. Wo das überhaupt nicht angebracht ist eigentlich. Ja. So viel haben wir jetzt dazu gesagt. So, und das war's mit der heutigen Folge, Leute. Nein. Und außerdem kann man mit sowas gar nicht rechnen, wenn der Co-Pilot plötzlich, weiß ich nicht, eine Macke hat. Wenn man es mal Macke nennen kann. Grob ausdrückt. Stark. Ich bin kräftig. Und ja, jetzt haben die Osterferien angefangen. Genau. Mal Thema wechselt jetzt davon. Genau. Diese Folge kommt übrigens nicht an einem Montag. Das ist mal wieder was ganz Besonderes. Diese Folge kommt an einem Freitag. Der 13. Nein, eigentlich der 3. Der 3. April nämlich. April. Und ja, wir haben schon wieder lange nicht mehr aufgenommen, über 2 Wochen. Und es wird auch demnächst leider wieder wenig Videos geben, weil wir wieder unproduktiv sind. Beziehungsweise sind Ferien und wir wollen auch mal chillen. Yo, chill your life, man. Und jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Ich gehe jetzt in den Neta. Du kommst wahrscheinlich diesmal nicht mit. Nope. Normalerweise willst du ja immer in den Neta, habe ich irgendwie das Gefühl. Nope. Nope. Die sind noch okay, das war unpassend. Jetzt finde ich diesen Spruch, dieses Internetphänomen, dieses Nope, Alter, wie buggy das aussieht. Ja, kenne ich. Das bin ich. Mal gucken, ob ich da überhaupt rein kann in den Neta. Warnung schon mal, es schmiert gleich alles wieder ab. Ja, cool, dann ist ja die Lampe weg. Haha. Oh, ist doch nicht abgeschmiert, es laggt ein bisschen. Ich will eigentlich nur Glowstone mehr holen, aber. Ja, genau, da hoch. Muss ich da hochklettern, genau. Spaß. Dann war ich schon lange nicht mehr. Ich glaube, ich war irgendwie seit Folge, weiß ich nicht, 35 nicht mehr im Neta. Übrigens nähern wir uns ja fast der 80. Folge. Ach, so. Ich wusste, dass es jetzt kommt. Das Problem ist, ach, so. Mann, wie sind die so weit oben? Ach, so. Mann, Alter. Ach so. Ja. Kannst du mir, hast du einen Eimer bei dir? Das ist eine ganz dämliche Frage. Ich habe ja gerade gesagt, ich gehe in Neta. Hast du einen Eimer bei dir? Ah, hier ist das Glowstone? Das ist Cobblestone. Wie kommt das da hin? Fällt mir gar nicht. Ach, nee, lol, das ist gar nicht. Das ist dieser Seelensand. Es gibt aber auch Kies da. Und dann ist vielleicht auch Kies. Ja, entweder ist das. Hat sie schnell abbauen lassen? Ich brauchte eine Schaufel dafür. Cool. Dann. Ich glaube, es ist viel zu weit oben, ey. Aber nee. Okay, ich war gerade pennen. Das geht ja, wenn einer im Neta ist. Wusste ich gar nicht. Einmal hatten wir auch so einen Bug. Nee. Das geht, wenn du zum Beispiel jetzt im Neta bist. Stimmt, das ist ja egal. Fuck. Ja? Hier ist ja keine richtige Zeit hier im Neta. Ja, da kann man ja nicht pennen, eigentlich. Voll schade. Aber ist ja die Hölle. Dann explodiert es ja, wenn man dann ein Bett hinstellen will. Das ist voll cool. Ich habe meinen Kumpel damit verarscht. Ich bin ein bisschen behindert. Ich habe damit meinen Kumpel verarscht. Wirklich? Ja. Brauche ich ihn hier nicht. Mich? Weizenkörner brauche ich nicht. Hier muss man ein bisschen Netersteine einfach so, um uns hochzugraben. Ah, okay. Hey, what the fuck? Was ist mit dir los? Nix. Ich weiß echt nicht, was ich gerade machen soll, ohne Witz. Ich weiß es zum Glück. Ich habe eine Strache. So, hier ist noch ein bisschen Glowstone-Stab. Müsste ja theoretisch. Oh. Nee, theoretisch nicht. Dann gehe ich einfach genau den Weg zurück, den ich hochgegangen bin. Müsste ja hier gleich die Nähe festbekommen. So schnell verliere ich die Orientierung. What the? Ich habe irgendwie. Belebt man das? Keine Ahnung. Alter, ganz ehrlich. Ja, okay, doch. Ganz ehrlich, ich hab irgendwie gerade keinen Plan, was ich machen soll. Ah, hier geht's wieder runter. Also, wenn ich die Festung sehe, dann ist gut. Ah, okay, gut, dann geht's. Da oben ist das Portal. Ich bin gleich wieder da. Wie viel Neta? Wie viel Goldstein? Wie viel Glowstone-Staub? Goldsteine? 42 Glowstone-Staub. Okay, das bringt uns Glück. Alles, was mit 42 zu tun hat, bringt uns Glück. Auch die 42 selber. Ja, also das Thema, über das wir da geredet haben, darüber wollen wir eigentlich jetzt auch gar nicht mehr reden.
Es sei denn, Max denkt sich jetzt ein neues aus. Nein. Oh. Wieso bin ich denn jetzt in dieser Höhle hier? Ach, ich weiß, wo du bist. Das ist von früher noch. Der Fackeln sind mit dabei. Das ist noch von früher der alte Ausgang. Da musst du einfach raus. Hier ist auf jeden Fall ein Monster-Spawner. Ja? Cool. Lol, hier ist ganz viel Zeug drin. Hä? Was für Zeug? Hier ist Redstone drin, Eisenbarren, Kakaobohnen, Sattel. Hast du einen Eisenbarren gemacht? Nein, Eisenbarren. Ich hab's mir gerade so verstanden. Eisenbarren. Ich hab Eisenbarren dabei. So lacht übrigens Jan immer. Also manchmal. Immer manchmal. Jedes Mal. Mann, ey, ich hab viel zu viel Zeug hier. Ich auch. Nicht tschüss. Mann, ich brauch das wirklich alles. Also für Zuckerrohr haben wir bitte in einer einzigen Truhe. Das ist ja, diese Irgendwas-Truhe. Kann ja mal ganz kurz schauen, ob ich mich hier nach oben graben kann. Ich will natürlich möglichst mich auch nicht aus der Höhle rausschießen. Was der Max immer ganz gerne macht. Ey, ich habe mich mal einmal da rausgebaut. Oh, ich erkenne jetzt gar nicht, dass es Kies ist. Okay, das ist Kies. Dann ist scheiße, wenn ich mich jetzt hier rausbaue. Kohle kann das auch in diese, Welche Höhe will ich nennen? Rohstofftruhe rein. Pff, Höhe 54. Kann Kohle auch in diese Rohstofftruhe rein? Ja. Okay. Müsste ja eigentlich auch Kohle noch drin sein, oder? Nein. Egal, tu einfach rein. Okay, ich brauche ein bisschen Eisen. Aber wir haben sowieso viel Eisen. Das ist unfassbar, wie viel Was Eisen. Was ist das denn? Ach, das ist Eisen. Egal, Eisen brauche ich im Moment. Ne. Ich manchmal mein Lachen immer so dumm. So. In den Folgen klingt manchmal das Lachen von uns immer so richtig dumm. Oh, Wasser. Oh mein Gott, ich glaube, ich komme an deinem... Hä? Ich glaube, ich komme an deinem Wasserfall raus. Ah nee, schade, nee, doch nicht. Ehrlich, ich komme hier an unserem Haus raus. Also, Haus raus, hast du es gerannt? Nein, an dem ehemaligen Haus. Ah, ehemaliges Haus hat das gereimt. Hä? Ja, ich bin ja witzig. Schaffel! Ja. Kann mich. Oh mein Gott. Egal, wir lassen mal ganz bisschen Regen an, oder? Stört er dich? Nein, eigentlich nicht. Gut, weil mich stört er. Passt eigentlich zur Atmosphäre jetzt gerade. Und weil das Texture-Pack gefällt mir irgendwie. Nee, eigentlich mal jetzt in Real Life auch. Es regnet man sowieso. Jo, bei uns regnet es auch gerade. Es regnet wie aus dem Eimer. Ich sag immer, es ist ein Pisswetter, ohne Witz. Ich hasse dieses Wetter. So, das finde ich jetzt immer schön. Das ist ja dieser schöne Schutzwall. Jetzt kommt man da mal nie rein. Nein, da müssen wir an der anderen Seite rein. Da, wo die zwei Türen sind. Ja, toll. Da muss ich auch erstmal hinrennen. So, da bin ich wieder. Cool, ich bin aber jetzt ganz anders. Ach, du bist auf Erkundungstour gegangen? Nein. Bist du wenigstens noch in der Nähe? Ja, am Schutzwall. Ah, okay. Ja, an welcher Seite? Von... Lass mich mal ganz kurz überlegen. Hinter den ganzen Bäumen, glaube ich. Alles klar, so mache ich mir jetzt mal so viel Glowstone. Ich brauche ja eigentlich nur einen einzigen Glowstone. Machen wir mal so 5 oder so. 3, 4, 5, 6, 7, okay. 1, 3, 4. 1, 2, 3. Soll ich nochmal gleich mein Inventar leeren? 5, 6, 1, 2, 3, 4. So. Diese Folge geht übrigens mal wieder ein bisschen länger. Weil einfach, so wenig Folgen kommen, deswegen. So. Hast du das auch so gesagt? Ja. Wir sind Brüder, das Inception. Stimmt. Inception. Hashtag, Hashtag. Hashtag, Hashtag Maxis. Ey, ohne Witz, ich hasse es, wenn jemand Namen verbindet. Bei Jan Dreh finde ich es noch ganz cool, aber bei Max ist. Oder bei Janges, hast du mal gesagt. Ja. Nee, aber bei Max ist es nicht gut. Oder Mannes. Nee, bei uns passt es echt nicht gut. Mannes, nee. Nee. Ach, Klaus, mein Stab ist da drin, okay, dann müssen wir mal unser Zeug hier ein bisschen loswerden. So, ein bisschen Erde ist ja immer gut. Meine Maus geht übrigens auch wieder richtig gut, weil wenn es jemandem aufgefallen ist in der letzten Folge oder in der vorletzten, da hat sich das Game für euch vielleicht ein bisschen komisch bewegt.
Das lag daran, dass meine Maus irgendwie so ganz komisch war. Ganz komisch eingestellt. Mann, Alter, du kannst echt dumme Kommentare immer nur abgeben, oder? Hey, nein, ich kann nur dumme Kommentare. Wenn der bei euch Asyl haben will, sperrt ihn aus. Ey, halt, ja, pass mal auf, ja. Ich komme euch zu dir nach oben. Nach oben? So, jetzt muss ich mir überlegen, was ich machen soll. Ich baue einfach irgendeinen Scheiß in so einem Wald. Ohne Witz. Ich hätte auch mal wieder Bock, irgendwas zu bauen. Das Problem ist, ich weiß immer nicht, wohin man das bauen könnte. Ich baue gerade am Schutzwall so ein kleines Holzhütchen. Dann sag mal wirklich jetzt, wo. Ich bin von meinem Haus, wenn du von diesem Pool aus guckst. Ja. Nordöstlich davon bin ich. Nordöstlich. Auf so einem kleinen Berg, ah, warte. Okay. Ich müsste, ja, ich ahne wenn schon, du mich wo siehst, du irgendwie... Ich sehe deinen Namen. Ja, ich dachte gerade, da wärst du. Ja. Ich sehe dich, glaube ich, auch. Ja, ich sehe auch deinen Namen. Okay, gut, weil ich baue gerade das Haus hier und dann... Alles klar. Kommst du? Ja. Hi. Direkt zu dir reingegraben. Also ich baue einfach so ein Holzhaus und... Oh. Ja, und hier noch ein bisschen Wasser, so ein kleiner See, das würde ganz schön aussehen. Würde? Ja, okay, es sieht ganz schön aus. Okay, ich muss dann mal... So. Okay, warte, ich komme mal wieder nach oben. Ja, gut. Ich baue jetzt hier aber nichts. Ich kann mal ganz kurz den Hügel hier hochgehen. Mal schauen, ob es hier was... Ja, hier ist ja dieser Wald. Da hinten ist der Dschungel. Ich fackeln, ja. Ich muss mir aber wirklich was überlegen. Also bis zur nächsten Folge wahrscheinlich. Ja. Das ist echt ein bisschen blöd hier. Der Inventar ist schon wieder voll. Ich guck mal ganz kurz, wo man hier was bauen könnte. Mach das. Vielleicht könnte man... Nein. Ich habe eine Idee. Ja? Also das müssten wir wahrscheinlich zu zweit bauen, deswegen frage ich mal kurz. Oh, jetzt kommt's. Wie wär's mal mit einem Baumhaus? Okay, dann reich mal ganz, das ist ja alles ab. Wirklich jetzt? Ja. Musst du nicht? Doch, doch. Ah, okay. Ich weiß sowieso nicht, wie es am Ende aussehen soll. Ich fange sowieso mit irgendwelchen Sachen an und beende die auf irgendwie. Ja, genauso wie ich bei einer Bäckerei und bei diesem komischen Fleischereiladen. Der nie fertig wurde. Der, ich weiß nicht mal mehr. Wo steht der überhaupt nochmal? Der steht. Ich glaube, der ist. Da hinten. Wenn du gerade siehst, da hinten irgendwo. Ach so, an der Mauer da. Genau. Am Eingang. So, dann komm du mal hier raus. Ja, okay, dann mach du selber zu. Hol ich mal ein bisschen Holz. Jupp, ich habe 64, wenn du möchtest. Das aber würde nicht reichen. Ja, da ist auch richtig. Und Blätter müssten wir dann müssen wir uns auch noch mal eine Schere machen und so. Nee. Müssen wir eben nicht. Weil ich glaube, ich habe noch ein bisschen Blätter bei uns in der Truhe. Hier sind irgendwas. Wirklich ganz viele Blätter, ja. Und ich habe noch bei mir hier ein paar Eichen. Schere brauchen wir trotzdem. Ich habe eine Eichenlaub. Also Schere, ich habe eine, die fast kaputt ist. Guck mal vielleicht hier sind zwei Scheren. Ich bring dir eine mit und eine. Okay. Und mir natürlich. Ich hab 64 davon. Und die Scheren? Nein, ich. Ja, genau, 64 Scheren. Nein, 64, 36 Eichenlaub. Wir müssen mal dieses Eichenholz, ich muss mal einen Teil davon, muss ich mal zu Brettern machen. Eichenlaub zu Brettern? Eichenholz. Das hat Eichenlaub gesagt. Nein, habe ich nicht. Das hat Eichenlaub gesagt, ja? Nimm ruhig was, ein bisschen was davon raus. Puff, ich habe mein Inventar jetzt schon voll. Ein bisschen Eichenholz brauchen wir. Wenn es sein muss, reiße ich auch noch mal ein paar Bäume ab. Okay, ich habe 264, okay. Axt habe ich, das habe ich. Weiß ich nicht. Wo ist hier nochmal die Sand und Kies? Ja, ich habe sie gefunden. Ein paar Treppen können wir warum auch sind machen? Da Betten drin? Wo? Bei Sand und Kies. Keine Ahnung. Genius. Geniosity. Ich mach mal kurz ein paar Treppen nochmal. Geniosity. Ah, okay. So gehen Treppen, Mann. Ich hab, noch eine Werkbank und drei Öfen, wenn du möchtest. Eine Werkbank bräuchten wir auch noch. Behalte es mal. Ja. Öfen natürlich auch. Ein paar Tüchtruhen. Na gut, dafür haben wir ja genug Holz. Öfen habe ich drei. Steine habe ich auch genug. Drei Stacks. Mal durchgehen. Was bräuchte man denn noch? Ja gut, Ausrüstung braucht man nicht. Ja, TNT brauchen wir sicher. Was, wirklich? Nein. Mach ich irgendwas? Das Sprengkommando, bumm. Sprengkommando. Aus dem Weg.
Nicht witzig. War das gerade? Keine Ahnung. Oh, das ist mein Timer. Genius. Was war das gerade? Oh, das ist mein Timer. Ja, so. Ich backe gerade voll in der Truhe. So. Leitern brauchen wir, Mann, natürlich. Du Truhe. Wir sind ja auch echt schlau. Hat mich irgendwo noch Leitern? Ich bin noch nicht irgendwie die ganzen Truhen auf. Man hört hier die ganze Zeit einfach nur irgendwie, wie heißt das? Die Truhen aufgehen. Die Truhen aufgehen zu. Okay, dann kommen ja eh keine Monster, da können wir jetzt noch ein paar Minuten bauen, oder? Ich hab alles. Zwei Scheren? Ja, aber warte. Alles, ja. Dankeschön, weil ich hab eine halb kaputte. Die Scheren sehen echt witzig aus. Ja, die sehen eigentlich auch recht real aus, um es erst zu sehen. Naja, nee. Doch, eigentlich schon. Nix sieht hier richtig real aus in dem Texture-Pack, aber irgendwie sieht's, ich weiß nicht, hat irgendwie so ein... Doch, meine Hand. Es hat irgendwie, weiß ich nicht, es sieht irgendwie ganz schön aus. So voll krass. So eine schöne Aura, hehehe. Ja, wo bauen wir? Da? Ja. Müssen wir aber auch wieder zumachen. Ja, mach zu. Ja, aber jetzt habe ich keinen Cobblestone. Immer muss ich das Ganze machen, ey. Meine doch Fresse. Gar nicht. Okay. Wo bist du? Bleib stehen. Ja. Bleib doch mal stehen. Ja. Dankeschön. Hi. So, ist gerade mal ganz kurz was down gegangen, da sind wir wieder. Ich juck mich, warte. Wo bist du? Da. Und wo bauen wir? Hast du Fackeln? Ich hab 37 Fackeln, ja. Okay, 22. Ja, wir müssen mal noch mal kurz zum Hügel gehen, um zu schauen. Ich hab da auch gerade schon geguckt, aber ich wüsste nicht, wo man anfangen sollte. Gut, ab hier kann man, denke ich, mal gucken, oder? Oh. Oder da hinten ist Lava. Glaube ich zumindest, oder? Na, ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall einen höheren Baum und fangen da an. Glaube, ich weiß schon welchen. Weißt du, welchen ich meine? Ah, ich habe ja noch gar nichts gesagt. Wir haben gerade über Telepathie geredet. Aber auf jeden Fall. Welchen willst du? Folg mir mal kurz. Hallo, Mann. Ich würde sagen, wir nehmen den Baum hier. Ja, den hätte ich eigentlich auch. Oder den hier. Ist halt so eine Ich würde eher den hier nehmen, weil der hat mehr Blätter dran. Ich würde sagen, wir nehmen leider den hier, weil der noch in der Nähe von anderen Bäumen ist. Ja, ist klar. Ich kann mich noch erinnern, weil das haben wir ja schon, weiß ich nicht wann, gesagt. Leute, das haben wir irgendwie in Folge 7 von diesem Let's Play gesagt. Mhm. Das ist so goddamn lange her. Goddamn lange. Wir hatten mal einen Privatserver, da hatten wir auch mal ein Baumhaus und, weiß ich nicht, so eine Strecke hatten wir auch mal gebaut. Mhm. Ja, wir müssen uns das mal überlegen, wie wir das hier machen. Ja, hier müsste man dann rein. Also Truhen. Genau. So, also hier könnte man dann rein. Ja. Dann müssen wir uns mal überlegen. Warum machst du nicht mehr Schere? Ich könnte ich jetzt machen, ja, aber wir haben ja genug Blätter bis jetzt. Leute, wo wir hier gerade so super stehen und dann so ein perfekter Cliffhanger, wie dieses Projekt weitergeht, beziehungsweise ob es überhaupt irgendwann weitergeht, wo wir hier gerade stehen, seht ihr dann in der nächsten Folge und... Dann würde ich mal sagen, lass dich überraschen in der nächsten Folge, was da so alles geschieht. Und es regnet schon wieder. Und das merkst du erst jetzt. Kaki Kuki ist jetzt, ich war ganz voll konzentriert, so meine Friends, okay. Alles klar, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal bei Minecraft mit dem Max. Und dem Dennis. Und als Mischung sind wir Hashtag... Mannes. Das ist so behindert. Ciao, aber Leute. Egal, Leute. Tschüss.